Anja, wie hast du es geschafft, in diesem doch schwierigen Immobilienmarkt die richtige Immobilie zu finden? Ich war einfach sehr beharrlich und habe einfach immer wieder Immobilienangebote abgeklappert. Oder zum Teil, halt auch, wenn ich Absagen bekommen habe, dann bin ich 2 Jahre später wieder an und habe nochmal geschaut, ob es nicht vielleicht doch zu einem Deal könnte kommen. Und meistens war es dann so, oder, dass dann 2 Jahre später hat dann das für den Besitzer anders ausgesehen und dann war er plötzlich offen gewesen, dann die Immobilie zu verkaufen. Relativ schnell gehst du noch auf die Banken zu und musst ja finanzieren. Credit Suisse hat dann ziemlich schnell, dann, also doch so einer jungen Person, wie ich dann war, die Finanzierungen ermöglicht, die nicht alle Banken gemacht haben. Warum hast du Credit Suisse als Hausbank behalten? Das hat wirklich mit der Unkompliziertheit zu tun von der Credit Suisse. Aber auch, dass ich euch eigentlich immer als fairer Partner wahrgenommen habe. Und ich habe mich dort dann eigentlich ziemlich verstanden gefühlt. Wieso hat genau Credit Suisse eigentlich als einzige Bank dazumal mich bei meiner Geschäftsidee unterstützt? Gut, für uns ist immer wichtig und jedem, am Anfang von jedem Geschäft steht die Unternehmerin oder der Unternehmer, wo die eigene Geschäftsidee glaubt. Und das haben wir das Gefühl gehabt, dass du hinter dem stehst, was du machst, dass du eine Idee hast, was du erreichen willst, dass du vorwärts gehen willst. Du bist auch hergestanden mit deinem Vermögen, mit dem Vermögen deiner Freunde, die das eingebracht haben. Das ist ein Zeichen für uns, dass wirklich so das Commitment da ist. Und das ist für uns als Bankpartner wichtig, weil schlussendlich können wir als Bank nur einen Unternehmer unterstützen, der selber an seine Geschäftsidee glaubt. Ich erlebe Credit Suisse auf jeden Fall als Sparringpartner. Und das, denke ich, ist auch ein grosser Unterschied jetzt zu anderen Banken, die ich mit ihnen zusammen arbeite, dass das, genau das bei der Credit Suisse eigentlich viel mehr überkommt.